Hallo, grüß euch, ich bin Nadine von Lamanina. Heute habe ich ganz spontan die Kamera angeworfen, weil ich immer wieder Nachfragen kriege, wie das ist mit der Stickmaschine, welche Stickmaschine und was, wie das funktioniert und ob ihr ein Programm dazu braucht. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt tue ich mal für Quereinsteiger nur kurz erzählen und erklären, wie das Ganze startet mit diesen Stickmaschinen. Es ist nämlich eigentlich gar keine Hexerei, die ganze Sache. Ganz vorweg einmal, man braucht keine Sticksoftware, um zu sticken. Die ganzen Hersteller locken immer mit diesen kleinen Sticksoftwaren, was da dabei sind. Also die kann man eigentlich über den Haufen werfen. Das Ganze kann ich alles auf den Touchscreen auch machen. Ich brauche meine Sticksoftware eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist wirklich nur, dass ich das ist bereits eine Stickdatei, die wo sich ein bisschen verändern kann, in Größe, Breite, auseinanderziehen. Das kann ich mit der Sticksoftware machen. Mit einer richtigen Sticksoftware, die ist dann erheblich teurer und also bei dem Preissegment von den Maschinen, wo ich da mal genommen habe, bin ich sicher nicht dabei. Die Sticksoftware können euch dann wirklich, da könnt ihr auch JPEG-Dateien oder Word-Dokumente, wie auch immer, könnt ihr in Sticksoftware umwandeln. Ja? Das ist aber ein bisschen, das ist gar nicht so einfach, wie das Ganze ausschaut. Das ist nicht so, ich tue das in das Programm und das macht das alles. Weil ich muss ja mein Programm dann sagen, meiner Stickmaschine, wo braucht sie Hilfslinien, wo soll sie sticken, wo soll sie aufräumen, wo soll sie anfangen. Also das ist gar nicht mal so einfach. Und ist eben, wie gesagt, preislich ein enormer Unterschied. Aber wenn ihr jetzt eine Stickmaschine kauft, braucht ihr das eigentlich gar nicht. Weil es gibt etliche Hersteller, etliche Internetseiten und sonstiges, wo ihr fertig gestickte dann kaufen könnt. Jede Stickmaschine oder jeder Hersteller, so wie jetzt Genome, hat ein anderes Dateiformat. Aber ich glaube, die Hersteller jetzt von diesen Sticksoftware, die Seiten, wo ich einkaufe, ich verlinke euch auch gerne unten an, wo ich viele Sachen kaufe, die haben, da unten steht so eine Litanei dabei an Dateiformaten, die die mit anbieten. Also ich glaube, so eine seltene Stickmaschine könnt ihr gar nicht haben, dass ihr keine Stickdatei dafür kriegt. Also das kriegt ihr alle mal in alle Dinger. Da nur wichtig schauen, bevor ihr die Stickdatei kauft, dass die richtige Stickdateienformat dass das auch nachher so gekauft mitgeliefert ist. Es bieten etliche Hersteller an, dass sich, wenn das Stickformat nicht passend ist, dass sich das umwandelt. Das ist, glaube ich, dann nicht mehr so die Hexerei. Da gibt es auch wieder eigene Programme dafür. So, das war mal die Sticksoftware. Jetzt ist es dann so, wenn ich jetzt sage, okay, kauf mir eine Stickmaschine, nur welche. Ich glaube, es gibt nicht so die ultimative Stickmaschine. Das kommt auf so viele Sachen davor. Erstens einmal, welches Budget habe ich? Was will ich jetzt genau sticken? Und vor allem, auf was nähe ich? Also ich bin so, ich habe jetzt alles Toyota gehabt und mir haben die Toyota total taugt. Nur Stickmaschinen hat es keine Toyota gegeben, deswegen ist das sowieso immer gleich vorgefallen. Es haben die Hersteller selber, das zieht sich wie so ein roter Faden durch das Ganze durch, wurscht, ob ich jetzt Overlock habe, ob ich ein Coverlock habe, ob ich eine normale Nähmaschine oder Stickmaschine habe. Die sind alle gleich aufgebaut. Und auch von der Software, also wenn ich jetzt eine computergesteuerte Nähmaschine schon von Brother habe, würde ich persönlich eher zu einer Brother Stickmaschine tendieren, weil die einfach gleich aufbaut, sondern die finden mir im Menü viel leichter zurecht. Ich habe mir damals tatsächlich auch, die Genome ist für mich in Frage gekommen vom Preissegment her, von den Stickrahmen, was sie gehabt hat, und die Brother in V3, glaube ich, hat die geheißen. Ich habe mir die im Fachgeschäft beide zeigen lassen und mir ist dann einfach die Genome vom Aufbau der Software, also vom ganzen Handling, von der Menüführung, ist sie mir leichter vorkommen. Ja. War mein persönlicher momentaner Eindruck. Das ist aber jeder nachher auch wieder anders. Ja. Ich bin mit der Genome total glücklich. Also ich habe wirklich schon total viel bestickt. Und bis jetzt war das Stickbild immer top und alles war super. Von dem her würde ich sie immer wieder kaufen. Ein weiterer Grund auch zur Genome war, dass die ganzen Stickrahmen alle schon dabei waren. Also es waren drei verschiedene Größen von Stickrahmen dabei und die haben mir gepasst. Das ist als nächstes, was ich euch bei der Entscheidung der Stickmaschine ans Herz legen würde. Schaut einmal, was für Größe von Stickrahmen sind dabei. Wenn das jetzt wirklich nur so die Hälfte ist und das ist wirklich nur so ein kleiner und dann sind wir eigentlich schon gar in der Erweiterung, es geht nicht mehr zum Erweitern, dann wird es vielleicht jetzt einmal anstehen und euch ärgern, dass die kleinere gekauft habt. Du hast geschickt, ihr spart es noch eine Zeit länger oder schaut vielleicht gebraucht die Stickmaschine, die was nicht zu große Stickanzahl haben, das kann man immer auf der Computer gestalten, kann man das immer nachschauen, wie viele Stiche das schon hat, eine gut servisierte, kann man da alle mal eher das kaufen, als wie kaufen wir dann auch zu klein und bin unglücklich, weil das Geld, was ihr dafür ausgibt, kriegt es nie mehr. Bei der Genome waren jetzt da, es gibt eine Stickmaschine, da sind vielleicht nur kleine Stickrahmen dabei, kann aber erweitern. Ja, also das ist dann ein Unterschied. Aber bei der Genome waren eben alle dabei.
Es hätte dann auch noch die große Schwester sozusagen, die 550E ist da gerade frisch rausgekommen, die hat noch einen größeren Strickrahmen gehabt, aber ich habe da auch gesagt, ich brauche sie nicht, jetzt bis jetzt auch wirklich nicht braucht, weil ich kann meinen Strickrahmen sonst nachsetzen. Und der größere hat der größere, wo ich sage, da kann ich schon echt damit was anfangen. So, das war so einmal. Das nächste, was bei der Chinon dabei war, was auch vielleicht beim Kauf ein bisschen beachten sollte, ist der Anschiebetisch. Beim Mauche ist der echt nicht dabei. Und das ist dann, wenn ich mein ganzes Projekt dann aber da ausbreiten kann, es liegt drüber, ist es nur immer einfacher, wenn es ganz breit drüber liegt, als wenn das nur so flach darunter steht. Und dann ist es auch so, dass ich, wenn ich den Anschiebetisch jetzt da habe, kann ich das gar nicht so nah irgendwo zubestellen, dass man meinen Schlitten da, der was ja hin und her fährt beim Sticken, dass man da irgendwo ansteht. Ist für mich, wo immer nur schnell, schnell, gehen wir, ist die sicherste Variante, dass da nichts passieren kann. Also der Anschiebetisch ist top. Diese Schnickschnack-Sachen wie Fadenabschneider und selber automatisches Einfädeln und Unterfadenwächter und das Ganze, das ist dann immer so eine Preissache und ob ich es wirklich brauche. Ja? Also da kann dann jeder selber tendieren oder hinschieben, wo er braucht. Die, vom Motorischen her, die Stichleistung pro Minute, ja, das entscheidet sich natürlich nachher da, war für mich jetzt nicht wichtig, weil ich ja nicht in großindustriellen Sachen nähe, sondern für mich persönlich privat und da ist das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wurscht, ob das jetzt eine Minute länger oder kürzer dauert. Ja, ich glaube, ich habe euch jetzt alles gesagt, ganz grundsätzlich zum Stickmaschinenkauf. Und ich hoffe, vielleicht habe ich den einen oder anderen eine Entscheidung ein bisschen in eine Richtung abnehmen können, dass er zumindest jetzt weiß, was er will. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Kaufen und beim Einschnuppern in die Stickgeschichte. Es ist echt, ich finde es total cool, man kann so klasse Projekte machen damit. Abonniert meinen Kanal, dann fangen Samtzigs und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Baba!